Hallo, Dom und herzlich willkommen einmal wieder zurück zum Supermarkt Simulator mit meiner Wenigkeit. Ich grüße euch. Hallöchen, hallöchen. So, ja, wir machen weiter. Die gestrige Folge, die war zugegebenermaßen ein bisschen kurz. Ich entschuldige mich, ich hatte die Uhr nicht laufen. deswegen, ich hatte eigentlich gedacht, wir sind wieder bei einer halben Stunde, aber es waren nur 20 Minuten. Egal. So, wir haben in der letzten Folge ja dementsprechend Level 56 erreicht und beziehungsweise 56 gehabt. Die neue Lizenz genommen und dann dementsprechend hier unser Gefrierregal, Gefrierabteilung, nennt es wie ihr es wollt, dementsprechend ready gemacht. Ich habe eure Kommentare gelesen und es ist eigentlich gar nicht so, also es ist gar nicht so doof, es ist eigentlich nur logisch, statt hier zu bestellen, übers Lager zu bestellen, indem man halt im Lager Ordnung halt reinbringt, ne? Also ein Ding an einem festen Platz, die Labels nicht ändern, bla bla bla, hier dies, das, Ananas. Ohne Witz, no joke, ist sinnvoll, wollte ich auch machen. Das Problem ist jetzt zwischendrin, das einfach mal zu machen, also sprich das Lager leer zu machen, im Sinne von alles abzuverkaufen. Das ist jetzt zwischendrin doof. Deswegen würde ich das auf dem Zettel schreiben, also das würde ich als Plan setzen, und zwar von den Grind von 56 auf 70, also von der, wir haben jetzt ja noch zwei Lizenzen und dann dauert es ja wieder ewig, bis wir die nächsten Lizenzen kriegen, und in der Zwischenzeit, wo ich dann eh wieder offscreen grinde, außer es kommen mal wieder so Special-Metal-Dinger, wenn halt irgendwelche Mods sind, ne, dann würde ich das gleich mal im Lager in Angriff nehmen. Da würde ich jedes Ding eh mal bestellen, würde denen das in Dings bringen und gucken, wie, wo, was. Weil man sieht ja, also ich habe das ja schon mal probiert, das ist ja relativ teuer geworden, das Ganze. Liegt aber ja auch daran, dass die Unterschiede, also wie viel hier reinpasst, ja immer so eine Sache ist. Ne? Also bei manchen sind sie ja zweimal, ne? Also hier pro Dings, beziehungsweise vier pro Etage. Also, beziehungsweise, ja doch, pro Etage. Bei den sperrischen Dingern, also bei den großen hier, sind es halt zwei pro Etage. Und bei den clean Kackdingern hier, ich weiß gar nicht, ob ich da gerade irgendwas da, bei denen hier zum Beispiel, da sind es ja deutlich mehr, was da reingeht. Ne? Also dann könnte das ja schon mal drei hintereinander und zwei hoch, also sechse, also 12 pro Regal. Ne? Und da muss man halt immer ein bisschen aufpassen, dass das geldtechnisch nicht so lavede wird. Aber ja, das gehen wir aber dann auf jeden Fall in der, also in der Phase zwischen Level 56 bzw. bis Level 70 halt an. Aber steht auf jeden Fall auf der Liste am heutigen Tage. Ich will nicht so viel quatschen hier. Kümmern wir uns um die nächste Lizenz, um das Ganze weiter auszubauen. Die Restocker haben hier schon mal alles wieder ready gemacht. Wir können uns jetzt entscheiden, ob wir die Bierlizenz, also nochmal die Alkohollizenz nehmen oder halt die Joghurtlizenz. Diese, ich nenne es jetzt einfach mal Joghurtlizenz, weil ich sehe hier Parmesan, Käse, Streichrahm. Es gibt wieder Nudeln, Wahnsinn. Nochmal Reis, noch dann Zuckerrohr und Joghurt. Hört sich auf jeden Fall sehr wild an. Ich würde aber erstmal in die alkoholischen Gefilde mit reingehen. Weil wir haben ja hier das Alkoholregal und das ist, Stand jetzt auch, ist ähnliche Regal, was reinweg mit Alkohol ist. Wir haben vier Alkoholdinger, mehr haben wir nicht. Da sind jetzt natürlich neue Sorten oder neue Dinge hier mit dazugekommen, was wir uns jetzt mal anschauen werden. Und zwar blondes Helles, was aber in den Kühlschrank gehört, also wieder Einzelflaschen, ne? Der Rest ist alles Regalware, okay. Bierlager, 6 Stück, dann zwei unterschiedliche Fasssorten, noch eine neue Wodka-Sorte, eine Whisky-Sorte und eine Weinsorte. Okay, dann weiß ich jetzt schon mal, das geht, also das Blonde geht auf jeden Fall in den Kühlschrank rein. Wodka geht ins Regal, zusammen mit den Fässern, wie es ins Regal geht. Und der Wein und das Ding, das muss man auf jeden Fall umstellen. Weil ich habe jetzt ja hier Doppeltfässer, das werden wir auf jeden Fall ummutschen. Dass es keine doppelte Geschichte mehr ist. Dann haben wir Wodka, Fass 1, Fass 2. Da müssen die Fässer hier irgendwie weg. Mal gucken, ob ich sie wegkriege. Gut, und dann würde ich einfach ein Regal tauschen, um ehrlich zu sein, irgendwie. Und würde dann... Achso, nee, warte mal. Wodka, das, genau. Dann geht das komplett raus. Zack, zack, da rein, also, ne, oder gegebenenfalls ein neues Regal, schauen wir mal. Dann haben wir Wodka, waren wir ja klar, da haben wir Bier, zack, zack, haben wir zwei. Und dann haben wir Whisky, Wein. Ja, perfekt, also bräuchten wir theoretisch gesehen nur noch ein Regal, um das zu machen.
Ja, und vielleicht können wir, wenn ich das rauskriege, können wir das Regal, können wir das swipen, dann haben wir rechts, links Alkohol. Ja, das ist eine Idee. Das ist eine Idee. Jetzt muss es nur noch in dem Sinne auch funktionieren, dass ich A von den grünen Waschmittel, slash Bleichmittel, noch was da habe. Dass wir das zu umswitchen können. Aber ich sehe da gerade nicht wirklich was hier drin. Warte mal, wir haben auch noch Dings. Ja. Das Amazon-Prinzip, ne? Chaos über Chaos, aber ich sehe es nicht. Hier sehe ich es auch nicht. Also gehe ich mal stark davon aus. Ne, das ist Toilettenpapier. Also gehe ich mal stark davon aus, dass dann dementsprechend auch nichts davon den soll. Schau mal. Ich meine, das ist weniger das Problem. Aber das kriege ich ja nicht raus. Also das wird ja die gleiche Kartongröße sein, aber ist es die gleiche Kartongröße? Müsste eigentlich, ne? Ja, da kriege ich ja hier nichts raus. Das ist so ein bisschen die Problematik der Problematik der Problematik. Wow, einer. Ne, ist nicht mal das gleiche. Okay. Gut. Wär ja ein Dings gewesen, aber nö. Okay, cool. Dann machen wir einmal Piep. Dann bestelle ich mir das einmal nach. Dann gucke ich mal kurz, wo der Typ hinrennt. Gucken, ob ich es vor ihm. Ne? Ich habe es natürlich nicht vor ihm gefunden. Alles okay, der knallt das jetzt dann rein. Da bleibt hoffentlich was übrig. Ja, okay, wunderbar. Und dann switchen wir die Sache mal kurzerhand. Dankeschön. Dann switchen wir die Sache mal kurzerhand. Ich stelle das jetzt einfach nochmal hier hoch, dass ich das hier unten einfach leer räumen kann. Wird sich zwar zu 100% nicht ausgehen, aber dann wird das jetzt erstmal weggeswitcht. Das geht erstmal hier rein. Dann kann ich das nämlich da einfach abverkaufen. Genau. Dann kann ich. Naja, gut, das ist jetzt ein bisschen problematisch. So, warte mal. Dann kann ich das da nämlich einfach abverkaufen, bis da nichts mehr da ist. Flupp, geht das erstmal zurück. Und dann kann ich die Handseife darüber. Und dann haben wir immer noch das Problem, dass das irgendwie gar nicht so wirklich da reinpasst, wie es reinpasst. Aber egal. Ja, dafür müsste ich jetzt aber auch erstmal. Das ist das nächste Gesuche, oder? Boot zur Hölle, Reiniger, Reiniger, Geschirrspül-Tabs, das hier. Ich glaube, da hab ich nicht mal irgendwas wieder davon. Das ist alles schon wieder weg. Alles schon wieder weg, alles schon wieder weg, alles schon wieder weg. Ich guck zwar gerade mal, aber ich sehe es auf die Schnelle auch nicht. Ah, nö, nö, weg damit. Ne, hier ist es schon mal nett. Du, 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 du. Nee, 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 nee. Okay. Gut, scheint mir nicht da zu sein. Scheint mir nicht da zu sein hier. Scheint mir aber voll zu sein, davon ab. Ne, ist ja auch voll hier. Gut. Dann einmal den Schnulli. Warte mal, gucken, ob ich das hier mitkriege, wo das reinspawnt. Okay, das spawnt hier rein. Ja, wunderbar. So hab ich mir das vorgestellt. Dann geht das nämlich hier runter. Das geht raus. Sehr schön. Das geht zurück. Und dann kann man das Regal auch leer machen. Dann haben wir halt mehr oder weniger das Problem, dass wir jetzt hier oben das Zeug halt haben. Aber gut. Geht erstmal nicht anders. Dann brauchen wir, warte mal, das machen wir jetzt anders. Dann bestellen wir jetzt erstmal das Bier. Einfach mal eh so Ding hier. Und dass wir das erstmal einlabeln können. Dass das wenigstens erstmal da ist. Weil die Restocker machen da jetzt glücklicherweise erstmal nichts, weil kennen sie ja noch nicht. Ne? Ist ja alles soweit erstmal unbekannt. Deswegen haben wir da Zeit. Das waren jetzt was für 18. Also wir brauchen irgendwo, dann gucken wir das mal über die Zahlen, das wird schneller gehen, wo wir eine 18 stehen haben. Müsste hier eigentlich ein bisschen auffallen, das Ganze. 12, 27. Ah, guck mal, ich habe sogar hier noch ein Ding. Das ist gut.
18, 18, 18. Wo haben wir denn die 18? Oder die Labels weg hier? 35, 3, 13, 16, 27, 26, 27, 39, 25, 1, 1, 1, 16, 24, 6. Oh, hier auch nicht, okay. Hier drüben reingekommen. Bitte ablegen, danke. 18? Haben wir irgendwo eine 18? Ich hätte gerne 18. Haben wir hier eine 18? Wir haben auch keine 18. Da bin ich doof. Irgendwo muss das Gelimmer da reingekommen sein. Und es muss eine 18 haben, weil es sind 18 Stück drin. Bestimmt schon dreimal dran vorbeigeguckt, ne? 12, 1, das, jenes, bla, bla, Wodka, hier, 35, 4, 14, 90, 6, 9, 12, 10, 19, 2, 10, 12, 2, 16, also hier definitiv, nee, 35, also wenn wir hier gucken, 13, 19, Dings, bla, 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 auch nicht, 6, 24, 16, 1, 25, 1, 24, 26, 16, 6, 39, 48, 27, 10, 13, 3, 35, 3, 6, nö, nö, 38, 10, 49, 12, 4, 9, 6, 17, 1, 24, 24, 16, 14, 9, 11, 7, 24. Also, nein. 12, 15, 16, 6. Also auch nicht. Sprich, hier muss es irgendwo sein. 36, 30, 9, 8, 29, 9, 32. 12, 5, 3, 13, 10, 42, 30, 14, 12, 0. Danke. 32, 24, 6. Und dann haben wir 25, 31, 48, 50, 37, 1, das hier. Ich find's. Ah, hier. Meine Fresse. Ja, war auch genau richtig. Okay, gut. Auch ein blinder Mann findet man hier was. Gut, dann würde ich das hier oben so einsetzen. Und gucke an, E-Karton geht dementsprechend für ihn drauf. Freut mir. Dann würde ich das klar nochmal nachbestellen. In der Hoffnung, dass er jetzt den gleichen Lagerplatz verwendet. Er nutzt den gleichen Lagerplatz. Sehr gut. Sehr schön. Kostet 14,40 Euro. Und das war hier mit 10 Euro deutlich günstiger. Okay, aber ist schon mal das gleiche Ding. Das ist die Hauptsache. Sehr schön, muss ich mal kurz das Label hier wegmachen, so nicht, dass da hier auf dumme Gedanken kommt. Weil wir haben ja noch eins im Lager. Weg. Danke. Sehr schön. Und dann haben wir nämlich das einmal erfolgreich umgesiedelt. So, da hätten wir Bier, Bier. So, dann kann ich jetzt hier den Wodka auf jeden Fall mit reinhauen. Dann machen wir Utlei zweimal. Generell machen wir zweimal. Zweimal, zweimal, zweimal. Sehr schön. Über der 1000 Latten, die da einfach mal wegfliegen. Aber wird sich, denke ich mal, lohnen. Hoffe ich zumindest. Da haben wir ja mal den Wodka. Dann kommt er nämlich hier einfach ran. Dann kann jetzt hier, genau, sprinte mal los. Und sortiert das mal bitte ein. Oder, ach nee, okay, macht er ja nicht, weil er das eh ne Label, ne? Da mache ich's. Sehr schön. Ist sogar ein bisschen teurer, sprich, der ist in Greifnähe. Haben wir sogar noch halbwegs realistisch, das Ganze. Gut, da haben wir Wodka, Wodka. Dann brauche ich jetzt irgendwas, um die Fässer da wegzukriegen. Das wird natürlich jetzt wieder so ein Ding werden. Aber ich gehe davon aus, dass die... Warte mal, da habe ich hier ja irgendwo noch eins gesehen. Das sind ja die gleichen Verpackungen, beziehungsweise die gleiche Größe. Ja, ich hätte dieses Smart-Dings einfach mal mit draufnehmen sollen. Das wird der mir so viel Zeit ersparen. Aber egal, ich bin ja... Ah ja, die Kiste ist leer. Ja, ne, ich will ja eigentlich die Dinger auch leer haben. Also nicht voll, aber... Aber die sind voll, das ist das Problem. Das ist das Problem und der Probleme und der Problem. Egal, warte mal, das regeln wir anders. Das regeln wir anders. Genau, hier ist das Neue. Dann mache ich mal kurz eine Umswitchung. Obwohl das gar nicht mal so einfach ist, wenn ich das jetzt hier drüben haben will.
Weil mir fehlt. War, mir fehlt halt eine so eine Box. Oh, warte mal, ich kann ja das hier machen. Kann das zumachen. Dann, jetzt wird es ein Gewusel werden. Dann nehme ich jetzt. Habe ich davon nur. Ich dachte, ich habe davon zwei. Oder ist das wieder so ein sperriges Ding, dass da wieder nichts reingeht? Ja, warte mal, bestelle ich es einmal nochmal. Dann geht es nämlich, wie wir gerade sagen, wenigstens in die gleiche Richtung. Sehr schön. Sehr gut. Dann geht das. Ah Gott, warte, weg. So. Geh weg mit der Kiste. Danke. Ja, immerhin hat es oben nochmal. Top, danke. Bist ein ganz schlauer, bist du. So. Flup, genau. Ja, das sind ja diese sperrigen Dinger hier. Wunderbar. Und jetzt machen wir das Ganze einmal nochmal. Ne, das war natürlich jetzt El Grande falsch. Ich meine, ist auch okay, aber ich wollte eigentlich das hier haben. Gut, dann gucken wir, das jetzt hingehauen hat. Ich hab's verkackt. Mein Gott, jetzt kann ich wieder in diesen ganzen Kerl so. Ich meine, wenn du hier nicht drin rumfummeln musst, privat, also spielerisch gesehen, ne? Dann ist das ja vollkommen egal, dann ist das ja alles tutti frutti, ne? Aber sobald du, und das ist ja eigentlich immer noch auch bei neuen Lizenzen der Fall, sobald du hier selber drin rumfummeln musst und suchen musst, dann wird's kacke. Dann wird's halt wirklich kacke, ne? Sehr schön. Dann kommt der Restocker wieder weg. Hol den Restocker hier zurück. Brauchen den nicht. So, sehr schön. Gut, somit hätten wir. Ja, komm, Abfahrt. Somit hätten wir Fass. Wodka. Bier. Wie gesagt, das sollte ja dann eigentlich noch anders sein, aber egal. Das bleibt jetzt erstmal so. Dann, ach ja, Wein sollte ja eigentlich noch mit dazu kommen. Da stehen jetzt natürlich diese wunderschönen Flaschen im Weg. Das ist jetzt nicht so ganz hundertprozentig das, was ich haben wollte. Plus, wir müssen ja hier auch irgendwie dann noch da umstellen, um die neuen Biersorten irgendwie ranzukriegen. Plus, ich brauche tendenziell, also gut, die Biersorten können wir erstmal hier reinstellen, indem er das dann hier leer macht. Das könnten wir jetzt eigentlich auch noch machen. Da machen wir jetzt erstmal ein bisschen Kuddelmuddel, würde ich sagen. Und dann läuft der ganze Lachs auch erstmal. Ne? Bis das Ganze dann ein bisschen leerer wird, dann kann ich es besser umstellen und dann ist das Problem auch erstmal beseitigt. Aber Hauptsache, das Zeug kommt erstmal und wir können erstmal wieder verkaufen, Alter. Ich will ja nicht den ganzen Tag hier. Nee, ich will ja nicht den ganzen Tag hier. Ja, das Zeug hier haben. Warte mal. Ist das jetzt das Neue? Ich glaube schon, ne? Ach, Kiste backt rum, dein Ernst? Das hab ich auch noch nicht geschafft. Also jetzt hab ich's geschafft, ne? Glückwunsch, stell dir mal, wie das so ist. Aber das muss man auch erstmal schaffen. Ja, das ist das Neue. Sieht nur ähnlich gut, ähnlich aus. Alter. Okay, warte mal, ich muss mal hier speichern. Dann muss ich zurück und dann muss ich wieder rein. Das hat das Spiel gerade gar nicht gemacht, was ich da gemacht habe. Sehr schön. Sehr schön. Gut, dann haben wir nämlich die Flasche hier schon mal da. Dann ist das da drin. Da haben wir nämlich den Leerraum dann schon mal wieder weg. Obwohl ich ganz ehrlich sagen muss, wir haben ja auch noch hier einen Leerraum. Ist aber eher für Getränke, wäre jetzt für den Rest wieder irgendwie blöd. Deswegen steht das jetzt erstmal drin. Und jetzt muss ich den Wodka und. Ne, nicht den Wodka, sondern den. Wo haben wir es? Danke. Den Wein und den Whisky, so rum, muss ich jetzt erstmal in eine Schublade stecken. Und dann halt damit abverkaufen. Erstmal. Ne, das kriegen wir dann hier auch wieder weg. Kann ich ja beim nächsten Dings da ohne Probleme durchziehen. Sehr schön. Dann geht das nämlich erstmal jetzt hier rein. Und passt sogar genau in eh so ein Ding rein. Also eine Kiste, ein Ding. Das passt. Und jetzt brauchen wir noch den Whisky. Und
in den Hammers. Sofern wir den Whisky auch finden. Hab ich gefunden. Wunderbar. Ein sehr großer Karton für sehr kleine Flaschen. Sehr gut. Dann sollte das erstmal reichen. Wir eröffnen den Laden. Und dann können wir uns das Ganze mal anschauen. An so ein Fass verdienen wir hier 7,17 Euro am neuen, bei den anderen 6,13 Euro. Ist also dementsprechend auch eigentlich sehr angenehm. An den neuen Bier verdienen wir 5,41 Euro. Beim alten haben wir nur 3,70 Euro verdient. Am Wein verdienen wir 7 Euro. Okay. Und am Whisky verdienen wir 6 Euro. Ordentlich. Also wirklich ordentlich, Halleluja. Das ist sehr schön. Und am neuen Wodka verdienen wir fast 6 Euro. Ne? Also auch nicht verkehrt. Am alten Wodka haben wir 4 Euro verdient. Ob das einer kauft für den Preis, sei jetzt da erstmal dahingestellt. Aber wir lassen ja die Automatik arbeiten. Machen da ja selber erstmal gar nichts. Gar nichts. Also von daher, why not? Müsste ja dann eigentlich soweit erstmal klappen. Ne? Gucken wir mal. Vor allen Dingen, wie es angenommen wird. Ne? Da kann man erstmal ein bisschen gucken, dann ein bisschen hin und her schieben. Und so kriegt man dann so langsam, aber sicher, würde ich sagen, so das, das so hin, wie ich es gern hätte. Also, dass man dann vielleicht, wenn dann, es kommen ja noch ein Haufen Lizenzen, dass man irgendwann einen reinen Kühlschrank nur mit solchen kleinen Bierflaschen haben. Ne? Und von diesen, was weiß ich, Thunfisch-Humus-Gedöns da, was das da auch immer da nochmal genauer ist, da wird es bestimmt auch noch mehr gehen, sodass man das dann immer schön sortenreihe, ich nenne es mal sortenreihe, ne? Dass wir das so sortenreihen haben. Wäre ja an sich schon mal gar nicht so eine verkehrte Sache. Deswegen. Aber ansonsten, ja, wird halt alles kommen. Mischen drinnen müssen wir halt Bittelkuddelmüttel machen. Sonst wird es halt nicht. Im wahrsten Sinne des Wortes. So. Kommen Sie zu mir, sehr freundlich. Aber noch keine neuen Produkte gekauft. Gucken Sie sich mal unsere neuen Produkte an. Sind nur richtig günstig. Also im Auge des Betrachters. Oh ja, die drin haben wir nichts. Vor allen Dingen, warum wird die dritte Kasse nicht genutzt? Kriegt schon mal eine Macke. Ah, da hat schon jemand das neue Bier. Freut mir. 79,50. Das ist für das Bild, was er auf der Kasse hatte, schon sehr gut. Dreistellig, sage ich mir immer, es ist immer wie bisschen schön. Oh, ein sehr kleiner Einkauf. Kommen Sie ran, kommen Sie ran. Ach, der hat sogar gleich ein ganzes Fass. Bitteschön. Oh, Sie haben gleich zwei Fässer. Na Mensch, Sie können sich aber. So, 80,60. Aber Joghurt scheint heute mal wieder gut zu gehen. Also, ist ja eher selten der Fall. Ach, wie kommen wir denn hier auf so einen komischen Betrag? Ja, Toilettenpapier-Dings, das ist ja so mittlerweile der Standard. Danke fürs Passend geben. Ne, ja, das sind aber noch die alten Bierfässer. Ach, sie haben auch schon die neuen, ne, wie bitteschön. Und das neue Flaschenbier, wie bitteschön. Haben sie schön gemacht, da kriegen sie 4,20 wieder. Das waren 285 Schlatten, perfekte. Och, da wird aber gleich mal richtig schön Wein hinter die Birne hier gekippt, das freut mir. 146,60. Sehr schön. Danke. Da wird sich das neue Eis auch gegönnt. 101, huppala, 101,10 €. Ja, wird doch angenommen. Finde ich gut. 5,62. 70,90. Danke. War aber wieder ein sehr kleiner Einkauf, aber immerhin passend. Da kann man ja mittlerweile schon zufrieden sein. Wenn es immerhin passend ist, ne? So, die Restocker laufen und laufen und laufen. Hoffen wir einfach mal, dass bis zum Ende des Tages hier nichts ausgeht. Na, heute Sushi-Tag. Boah, Alter, 35, 30. Dankeschön. Wein. Thank you very much. 183,60.
So, 38, 20. €2,20 hat sich gelohnt. Vielen Dank. Danke. Begehren Sie uns wieder. Sie sind der beste Kunde. Ich weiß gar nicht, was ich mit den $2 so anstellen soll. So, auch Hähnchen auf jeden Fall eine Menge. 158,70. Scheint bis jetzt noch nichts leer gegangen zu sein. Aber ich sehe, das Mehl geht sich zur Neige. Mal wieder. So, 264,50. Das war mal ein sehr erfolgreicher Einkauf. Oh, der Joghurt geht aber heute. Ey, sonst kauft keiner den Joghurt, aber das ist, dann geht's auf einmal. Mal so 127, hätte ich das 0,0 gar nicht angeben müssen. So, 1,40. So, 125,90. Jakobsmuscheln sind alle. Naja, irgendwas ist immer. Jetzt kommen bestimmt die nächsten drei, die mir Outlever davor hören, dass die Jakobsmuscheln alle sind. Ja, danke, 16,80. So, Bio-Eier im 12er-Pack sind auch alle geworden. Nun gucke an, gucke an. Doch ein bisschen mehr, was alle geworden ist, aber egal. Hm, 5 Schwänge, bitteschön. 18,80. €5,20. €17,40. €122,90. 30 Glatt, Glückwunsch. So, was kann er ja, die Jakobsmuscheln? Naja, sind sehr beliebt, die Jakobsmuscheln. Eigentlich nie, aber jetzt sind sie, wenn sie alle sind, sind sie auf jeden Fall beliebt. Ein Zehner. Jakobsmuscheln sind sehr beliebt, wie ihr seht, ne? Das ist schon der dritte, der rumhält. Na, komm schon, Seife. So. Dankeschön. Hühnerbein konnten wir auch nicht mehr finden. Sind sie auch alle gegangen, die Hühnerbeine. Die armen Hühnerbeine. Ich hatte aber eigentlich genug von jedem wieder geordert. Ja, Jakobsmuscheln, die vierte. Hm. Heute ist großer Jakobsmuscheltag. Weißt du, sonst kauft das Kolumbus so gut wie keiner. Aber kaum ist es alle, wollen es gleich drei Mann. Ne, vier Mann mittlerweile. So. Mein Lied so nebenbei nochmal nachfüllen können, ganz ehrlich. Für was denn? Jetzt hier kurz vor Feierabend, bringt auch nichts. So, die Dame, wenn sie sich noch beeilen würden, wir haben schon Feierabend. So, aber hier ist noch eine drin. Ne, da ist noch eine und da ist noch eine. Also, wenn es noch zwei Kunden hier, oder? Mhm. Nehmen Sie sich die letzten Kartoffeln, die sie haben. Die machen. Der hat da hinten zwei. Okay. Ja, auch mit einer Ruhe, ne? Aber wir sind Level 57. Ne? Wahnsinn, es sind nur noch 13 Level. Bis zur nächsten großen Lizenz. Oder bis zum nächsten großen Lizenz-Upgrade. Eine Lizenz haben wir ja jetzt noch. Ne, es sind sogar drei Kundinnen. Wahnsinn. Die eine geht zu mir und die anderen zwei stellen sich natürlich untereinander an. Ist klar, ne? Warum auch drei Kunden, drei freie Kassen? Warum auch effektiv denken, ne? Warum denn auch? Ne, immerhin 125. Schön, was hat die andere? 72, komm, 100 sollten es schon werden. 117, na immerhin. Dann ist es okay. Dann war es okay. So, gucken wir mal. 10 haben es nicht. 10 haben sogar rumgeheult. Wahnsinn. 35 waren es zu teuer. Sind jetzt 7000 miese gewesen. Wir haben aber 10.000 Einkommen gehabt. Erstmalig. Also, wir hatten. Ich hatte noch nie 10.000 Einkommen. Ja, läuft. Läuft, läuft. 112 Kunden. Ist jetzt nicht so krass. Also, wir hatten schon mal 114 und so. Aber, ja, das läuft. Aber in der Tat, Hühnerbein ist ausgegangen, die Eier sind hier ausgegangen.
Die Jakobsmuscheln sind ausgegangen, sogar mehr ausgegangen, sogar das Zeug ist ausgegangen. Staffel sind Staffeling, sonst ist das Label weg. Ja, so, hier können wir das Label schon mal wegmachen. Weil das soll ja dann, das soll ja weg in dem Falle. Ne? Detvasion, Detvasion. Gut, der wird jetzt so lange öffnen hier bis Dings und alles, ne? Aber Wein, Whisky sieht gut aus. Hier ist mehr oder weniger schon wieder alles frisch nachgefüllt worden. Das passt also soweit auch. Ja. Wie sieht es im Lager? Ja, es hat sich etwas gelichtet, aber ohne nicht allzu viel. Naja, läuft, läuft. Können wir jetzt noch ein bisschen durchziehen, das Ding? Dann kriege ich das Lager relativ schnell leer. Vielleicht sogar schon zur nächsten Folge. Dann könnten wir das vielleicht mit der Lizenz noch so machen. Schauen wir mal. Schauen wir mal, schauen wir mal. Also Kohle haben wir. So ist es ja nett, ne? Aber, ja, läuft. Gut, dann würde ich erstmal sagen, sind wir erstmal fertig hier für den Part. Wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Vielleicht habe ich dann das Lager leer, wir können das machen. Mal gucken. Mal gucken, wie weit ich jetzt hier nebenbei vorspielen kann, muss. Beziehungsweise, wenn ich ins Bett gehe, ist nämlich schon relativ spät, wo ich gerade aufnehme. Deswegen schauen wir mal. Es wird auf jeden Fall. Ihr bekommt auf jeden Fall morgen die nächste Folge. Das steht schon mal an. Außer es kommt, keine Ahnung, unglaublich höhere Gewalt von oben. Was weiß ich, Tornado, Wassersturm, irgendwas, ne? Aber ansonsten denke ich mal morgen wieder. Ne? In dem Sinne, ich danke, Kussi Kussi, bis demnächst, Tschüssikowski. Tschüss.